Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Wir starten diese Woche mit der meisten Sonne aus Österreich, blicken aber zunächst unserer Wettercam nach Großglockner, da aktuell in den Bergen Werte um die 6 Grad, die Sonne blickt da auch schon hindurch und eine Traumkulisse wird uns aus Wildschönau geboren, da aktuell Werte um die 17 Grad. Jetzt sind wir natürlich neugierig, wie die Wetterkarte sich in Europa auswirkt und hier sehen wir schon Temperatursturz in London nur noch auf 18 Grad, Paris nur noch 22 Grad, selbst in Madrid kühlt es sich ab, da nur noch Werte um die 28 Grad. Ja, und am heißesten wird es tatsächlich mitunter in Österreich bei Topwerten um die 31 Grad. Und da sind wir natürlich auch ganz neugierig, was das Ganze für Österreich bedeutet. Wir bekommen heute einen Mix aus Sonne, Wolken geliefert. Vereinzelte Regenschauer sind dann auch tatsächlich vor allem im Westen möglich. Also den Regenschirm sollte man da schon einpacken. Aber die Temperaturen sind dennoch gut. 26 Grad in Linz und Salzburg. Und die Höchstwerte kommen aus Lienz mit 35 Grad. Wir blicken nun auf die 24-Stunden-Prognose für den Westen. Bis zum Nachmittag bleibt es sonnig bei 29 Grad. Ja, und dann kommen die ersten Regenwolken hindurch und hier wird es dann tatsächlich nass. Und im Osten bleibt es aber dafür durchgehend trocken bei Werten um die 28 Grad. Das ist vielversprechend für den Start in die neue Woche. Dementsprechend sind wir neugierig auf die 7-Tages-Prognose für den Westen. Heute Morgen regnerisch und ab morgen gibt es dann tatsächlich einen Temperatursturz. Zum Wochenmitte hin nur noch Temperaturen um die 20 Grad. Und im Osten bleibt es durchgehend trocken. Das schaut gut aus. Aber auch hier gibt es eine Abkühlung zur Wochenmitte. Am Mittwoch dann nur noch Werte um die 22 Grad. Aber die Sonne bleibt. Besser kann die Aussicht nicht sein. Das war es soweit vom Wetter. Wir machen jetzt hier weiter mit der Top-Story des Tages.